Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen ungeplanten Haul von mir. Isi musste heute nach der Arbeit oder Arbeit ein bisschen früher verlassen und hatte einen Arzttermin und dann war sie doch schneller fertig als gedacht. Also musste ich sie eine Stunde früher abholen, als ich eigentlich mir ja so geplant hatte, gedacht hatte. Ja, deswegen habe ich hier alles jetzt stehen und liegen lassen, was ich im Vlog euch angefangen habe zu zeigen. Und habe Isabel abgeholt und wenn ich schon mal da bin, haben wir ein bisschen eingekauft. Ich wollte eigentlich zu Netto, nur wegen das, was in der Werbung war. Und zwar die hier. Das sind 5 Stück in verschiedenen Farben BHs. Die wollte ich unbedingt haben. Die zeige ich euch nachher. Falls die passen, weiß ich jetzt nicht. Habe ich den Zettel mitgenommen, den Kassenzettel. Ja, die habe ich noch erwischt. Da waren nicht mehr so viele. Und dann wir waren auf jeden Fall bei Netto. Geh mal weg, bitte. Ich komme da nicht durch. Ja. Wir waren bei Netto und bei Lidl. Bei Netto habe ich nicht so viel gekauft. Das war tatsächlich nicht mal eine Tüte. Was ich bei Netto aber mitgenommen habe, ich bin ja so ein Muster- und Duftopfer immer, ne? Ich wollte ja letztens eigentlich auch Freitag unbedingt welche mit Wintermuster haben. Küchenrolle gab es nicht. Weder bei DM noch bei Rewe. Also habe ich nur normale mitgenommen. Und jetzt habe ich tatsächlich welche gefunden mit Muster, mit Wintermuster. Die habe ich gekauft und dann habe ich noch bei Netto eine Packung Eier mitgenommen. Dann gab es günstiger mit der App bei Netto. Die Milchschnitte hat Isabel mitgenommen. Dann habe ich auf jeden Fall noch mitgenommen, weil die nicht überall gibt. Hähnchenkassler, 2 Packungen. Und 2 Packungen Hähnchenbrustfilet in Currymantel. Genau, das habe ich noch eingepackt. Dann war auch im Angebot Brunch Balance, ohne irgendwelche Kräuter oder sonst was. Das benutze ich oft ja zum Backen. Einmal eine Packung, ein Becher Schmand. Einmal eine Leberwurst. Das ist alles noch Netto. Dann auch noch bei Netto die Kochcreme mit nur 7% Fett. Eine Packung Haselnüsse gemahlene und die gab es gratis mit der App. Das ist Sirup, Orangengeschmack für unseren Soda-Dings. Passt auch. Ja, das war jetzt alles von Netto. Bei Lidl haben wir Wasser mitgenommen. Bei Netto schmeckt das Wasser fürchterlich, finde ich. Raffi hat sich auch gerade gefreut. Oh, endlich wieder Wasser. In Flaschen. Wasser steht hinten. Achso, bei Netto habe ich auch günstiger mit der App so einen 4-Kilo-Sack Kartoffeln mitgenommen. Genau. Bei Lidl wollten wir unbedingt eben das Wasser haben und Hähnchen-Mini-Schnitzelchen fürs Abendessen heute. Genau. Die wollten wir mitnehmen. Dann, bei Lidl habe ich noch mitgenommen. Das gefällt mir sehr gut. Ich stelle ich gleich auch hier einmal in den Kühlschrank und welche ihn anbaue. 2 Flaschen nur Fruchtspritzer mit Kirsche und eine Flasche mit Birne. Stellen wir das nach unten hier, damit es nicht im Wege ist. Bei Lidl haben wir Nudeln eingepackt. Weil ich jetzt was verbraucht habe, kann ich wieder auffüllen meine Dosen. Einmal Toast für mein Raffi vor allem. Dann meine Weltmeisterbrötchen, die mag ich so gerne. 5 Stück eingepackt. Dann einmal diese Nudeln, diese Röhrchen, die sind wirklich sehr lecker. Ich mag die am liebsten eigentlich von allen Nudeln. Dann habe ich Zitronen mitgenommen, diese richtig schöne großen Zitronen. Dann, das Einzige, was nicht essbares, nee, doch noch eine Sache, nicht essbares, habe ich mir wieder solche Weihnachtslegends mitgenommen, oder Winterlegends, doch eigentlich Weihnachtslegends. In, ja, etwas größer, muss ich ja leider jetzt etwas größer kaufen. Dann einmal die Hähnchenbrustfilets habe ich mitgenommen.
Die waren dann gleich im Gefrierschrank. 2 Orangen habe ich auch noch eingepackt. Und 2 Malteser mit Croissants. Ja, okay. Wird schon bestimmt wieder gemeckert. Red Bull. Ja, Red Bull ist gerade immer im Gebot. Habe ich jeweils eine Dose für Easy und Raffi mitgenommen. Und es muss noch einer irgendwo rumflattern. Zeige ich euch auch gleich. Ingwer. Einmal diese hier und es gibt noch eine. Ingwer. Dann habe ich noch mitgenommen. Fand ich einfach nur richtig cool. Star Wars Kekse. Kann Ralf zur Schule nehmen oder so. Einmal in dunkel und einmal in hell. Dann für jetzt zum Abendessen noch einmal so ein Buttergemüse. Dann habe ich einmal diese Lichterkette, weil die auf dem Bäumchen nicht sanieren will und ich einfach keine Lust habe, zu Action zu fahren und das zu reklamieren. Zuckerdekor für die Weihnachtstorte. Genau, hier ist noch einmal Ingwer und grüne Äpfel für Raffi. Die grünen Äpfel hier. Das war's auch. Mehr haben wir nicht gekauft, deswegen sage ich, es ist so ein kleinerer, ungeplanter Einkauf gewesen. Ja, das verräumen wir jetzt ganz, ganz schnell und dann müssen wir mit dem Abendessen anfangen und hier noch zu Ende bringen, was ich vorhin angefangen habe. Ich könnte mir aber jetzt gerade richtig kräftig in den Hintern beißen, treten, alles auf einmal am besten, weil eigentlich wollte ich noch zu meiner Schwester heute. Eigentlich habe ich gedacht, ich fahre heute, wenn ich Easy abholen muss, kurz bei meiner Schwester vorbei und bringe was für den Kleinen und sie mit. Heute ist ja Nikolaus. Und dann war ich schon fast in Bevensen, weil Madame mich eine Stunde früher beordert, als ich gedacht habe. Ich habe nicht gedacht, dass du bei dem Arzt tatsächlich schneller dran bist als unter einer Stunde. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass sie um 3 mich schon am Bahnhof erwartet quasi. Ich habe fast schon in Bevensen, habe ich gemerkt, ups, Easy ist gerade hängen geblieben an der Kammer. Habe ich gedacht, vergessen. Mist. Dann muss ich wohl morgen oder heute Abend noch mal gucken, wie schnell ich hier mit dem ganzen Kram fertig werde. Ich rufe sie gleich einfach an und frage, wann das ihr am besten passt. Nikolaus spielen, ne? Für meinen Kleinen. Oh. Naja, ist halt so. Dann ist es eben, ne? Dann, der hat bestimmt heute von Oma und von ihr und so was gekriegt. Wird nicht so schlimm sein, wenn er von uns ein bisschen später was bekommt. Gut, ihr Lieben, der Haul ist damit jetzt zu Ende. Ich probiere gleich die Dinger an und gucke, ob die passen. Wenn nicht, muss ich dann zurückgeben und oder tauschen, ne? Also, aber ja, die wollte ich unbedingt haben, weil ich gerade richtig Probleme habe, irgendwo was hinten zuzumachen oder wie auch immer. Ne, deswegen habe ich gedacht, probiere ich es damit. So, wenn euch dieser Haul gefallen hat, komplett ungeplanter Haul, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren, wer mag, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!